In dieser Folge lauern wir dem Greifen auf und befreien Weißgarten von seinen Angriffen. Dann steht plötzlich Yennefer vor uns, die wir die ganze Zeit gesucht haben, und sie führt uns direkt zum Kaiser. Der wiederum hat einen Auftrag für uns, den wir nicht ausschlagen können. Und damit willkommen zurück bei Witcher 3. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, kurz bevor wir den Greifen konfrontieren wollen, der Weißgarten terrorisiert. Und wir sollen uns dafür, ich darf mich auch überhaupt nicht bewegen, bevor ich das getan habe, wir sollen Donner herstellen. Das ist wunderbar, vielen Dank Tutorial, dass du mir erzählst, was ich tun soll. Das ist wunderbar. Und wir stellen Donner einmal her. So, jetzt muss es natürlich noch ausgerüstet werden. Das machen wir so gleich. Wir gehen zu Tränken. Da ist Donner und den setzen wir auf diese Position. Neben Schwalbe, die wir ja auch schon hergestellt haben. Wähle Nützliches. Bin ich nicht bei Nützliches? Warte, falsch. Das ist Nützliches. So. Was habe ich hier eigentlich? Geisteröl, Nekrophagenöl. Das hilft uns beides überhaupt nicht gegen einen Greifen. Nun gut, dann haben wir uns vorbereitet. Ich hoffe ausreichend und ich darf mich jetzt sogar bewegen. Das heißt, hallo, Plötze. Ach, du bist gar nicht Plötze. Warte, wo ist Plötze? Plötzi! Würdest du mir im Hof zur Hand gehen? Plötzi? Da! Da kommt Plötzi durchs Gebälk. Hallo? Hallo? Plötze? Versuchen wir es mal. Und damit finden wir jetzt Wesemir. Also wir versuchen Wesemir zu finden, wenn wir zwischen den Bäumen durchkommen. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Auf in Richtung Wesemir. So, ich kann ich, konnte ich. Konnte ich nicht irgendwie eigentlich auch hüpfen? Hey. Komm schon. Ah, mit Kreis konnte ich hüpfen, richtig. Das war's ja. Gut, wir sollen Wesemir finden. Wir finden Wesemir. Der scheint gar nicht mehr so wahnsinnig weit weg zu sein, oder? Das ist nicht Wesemir. Ich bin an ihm vorbeigeritten. Wesemir. Ach, da ist er ja. Gut. Hallo, Wesemir. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ich würde sagen, ja. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Aber erstmal müssen wir den Greifen erledigen. Damit wir überhaupt eine Chance haben. Ach du, er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Juhu, die Armbrust. Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Nun gut, dann haben wir eine Armbrust erhalten. Das ist sehr schön. Sieh einer an. Uns Lektionen über Last erhalten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Schön ausgewichen. Wir müssen einen Greif töten, natürlich. Der sieht voll böse aus. So, ich möchte...
Fallen, nein, natürlich Donner. So, und Angriff. Angriff an... Aua. Sagen Sie mal. Vorsicht! Sturzflug! So. Wie nutze ich eigentlich die Armbrust, sag mal? Ich aktiviere die Armbrust. Ah, R1. Da ist er aber jetzt mit Anlauf hier. Bist du hässlich? Mit Anlauf abgestürzt, wollte ich da sagen. Verdammt, der ist schnell. Ich hab doch Quen ausgewählt. Achso, ich hab die falsche Taste gedrückt. Upsi. Lass ihn nicht entwischen. Wo ist er denn? Da fliegt er entlang. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Wobei, das spielt hier ja, glaube ich, auch gar keine Rolle, ob wir schnell genug sind oder nicht. Hexersinne, ich weiß, danke, liebes Spiel. Ich sehe das Blut tatsächlich gerade aber auch ohne die Hexersinne. Und den greifen auch. Das passt hier also. So greifen. Habe getroffen. Ich bin glücklich. Los, auf sie. Ist das nicht ein R? Das ist ein R. Da wollen wir doch mal so bei der Wahrheit bleiben hier. Au. Und damit haben wir den Greifen. Das war der Königsgreif. Sehr schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Tja. Dann, zum Beispiel? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay. Das machen wir sofort. Wir müssen dafür den Greifen einmal looten. Looten? Ach, da. Wir nehmen einmal alles an uns und, ach ja. Die wunderschöne Sequenz, wie er den Kopf abtrennt. Wobei man das natürlich auch nicht sieht, Gott sei Dank. Außer, dass der Greif jetzt halt ein bisschen kopflos ist, aber das, ja, das, wir wollen mal nicht so sein. So, aber wir reiten jetzt erst einmal zu den Nilfgaardern zurück. Und ich würde auch sagen, ich reite anstatt schnell zu reisen. Ein Ort der Macht! Ein Ort der Macht. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh, eine Erscheinung. Och nö. Bitte gehen Sie. Ich mag sie nicht. Ist sie weg? Sie ist weg. So, den Ort der Macht nehmen wir natürlich mit. Du hast einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Vielen Dank. Und hier geht es sogar noch rein. Rein. So. Bewachter Schatz. Richtig, bewachter Schatz. Da kommt gleich die Erscheinung wieder, die wir so schnell niedermetzeln, dass sie gar nicht richtig erscheinen kann. So wie es sich für gute Erscheinungen gehört. Und hier sind viele Leichen, auch welche, die gar nicht noch nicht mehr so alt sind, wie es aussieht. Und da liegt der Schatz. Oh, Hexerschule. Richtig, die Hexerdinger gab es ja auch noch. Aber warte, das war nicht der Schatz. Du bist der Schatz, kann das sein? Das war der Schatz. Okay. Wir haben unsere erste
Hexer-Ausrüstungsquest erhalten. Das ist sehr schön. Die werde ich aber tatsächlich wahrscheinlich irgendwann mal alle separat machen. Hatte ich mir zumindest überlegt, dass ich da vielleicht mal irgendeine Special-Folge mache, wo wir alle suchen. Und dann mal schauen. Außer wir laufen natürlich direkt dran vorbei. Dann nehmen wir das selbstverständlich mit, aber ich würde da jetzt erstmal nicht explizit danach suchen, außer halt in dieser einen besonderen Extra-Folge. So, Plötze. Und jetzt bewegt den süßen Hintern darunter. Hüpf. Siehste. So. Und dann sind wir auch schon bei den Nilfgaardern angekommen. Langsamer. Sportlich, sportlich. Vor allem Respekt mit der ganzen Rüstungen. Und das mit dem Respekt nehme ich aber zurück. Weil ich glaube, Bloede Nordling heißt sowas wie blöder Nordling. Und das lasse ich mir doch nicht gefallen. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Dann soll er das mal tun. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Und da ist er auf einmal doch nicht mehr so nett, der gute Kommandant. Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Oh Gott, zeitbeschränkte Optionen. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. In diesem Fall habe ich Zeit. Juhu, wir können das Geld annehmen oder ablehnen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine großartige Konsequenz haben wird, wenn wir es annehmen oder ablehnen. Aber weil er halt wirklich ein Arsch ist und weil wir das Geld, glaube ich, auch nicht irgendwie dafür verwenden können, um den Bauern oder so zu sagen, hey, hier macht damit, was ihr wollt, rettet euch oder was auch immer, ich werde es ablehnen. Von dem Mann will ich kein Geld annehmen. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. So, die Bestie von Weißgarten ist abgeschlossen. Und damit sollen wir uns wieder mit Welmir treffen. Und ich werde dieses Mal die Schnellreise nutzen. Unsere schnelle Schnellreise, die dahin führt, dort. So. So, ihr Gänse, bitte, bitte. Was müssen wir jetzt machen? Genau, mit Wesemir sprechen, ne? Ich glaube, das ist alles, was wir machen müssen. Das ist gut. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Dann ist es Zeit zu gehen. Zeit, dass wir aufbrechen. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Daran sind wir doch immer so schlecht.
Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Rast du nicht, du Fotze! Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. So viel zum Thema raushalten. So viel dazu. Ja, nicht nachlassen! Sohn einer Ziege! Weil kann ich vielleicht einfach raus? Nein, ich kann nicht raus. Okay, ich muss sie töten. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Du hast angefangen. Er hat angefangen. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Aber warum so eilig? Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrais. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Naja. Im Endeffekt, was haben wir schon zu verlieren? Und vor allem, was für eine andere Wahl haben wir? Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen.
Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Dann nichts wie los. Plötze ist sowieso unschlagbar in Schnelligkeit. Insofern, das wird schon. Ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Bin ich froh, dass ich gerade nicht selber reiten muss. Jennifer, wie haben wir... Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Wie ruhig sie war. Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Ach ja, wie schön. Das nenne ich Service. Das muss reichen. Einmal über Geralt drüber gewischt, wie über einen staubigen Schrank. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, den Bart wachsen zu lassen. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut, tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Und gleich sehen wir wieder aus wie Babyface. Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit.
Und ein Rasiermesser am Hals. Tja, das sind gute Aussichten, aber ich würde sagen, wir sagen ihm einfach mal die Wahrheit, ob er sie glauben mag oder nicht. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge, man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Oh Gott. Das sieht ja alles sehr spießig aus. Schwarz? Schwarz oder schwarz? Wir schätzen in Nilfgaard keine aufdringlichen Farben. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Gut, wir entscheiden uns für ein Gewand und nehmen... Gott, welches nehmen wir denn? Welches ist das geringste Übel? Ich weiß es nicht. Das hier? Falsche Taste. Da ist die Taste, die ich wollte. Inventar. Oh Gott. Kleiden wir uns einmal an. Ja, komm, das geht. Das geht. Das ist hübsch. Total. Es ist wunderschön. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ja, komm. Besser wird's nicht. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Genau, los, zeige es ihm. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Der Herr wird dies üben. Okay. Ich wusste natürlich, dass ich mir das merken muss. Es war linkes Bein nach vorne, rechte Hand an die Brust. Glaube ich. Ja, doch, das war richtig. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Dieser Rassismus gegen Nordlinge ist eigentlich schon ein bisschen frech. Der Los. Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Nun gut. Wir werden es mal versuchen. Ingrimi ep art kerser, deitwen adan in karn ep morvut,
M hier war Emreis. Verneigen. Ups. Eure kaiserliche Majestät. Area apto orde. Evelien, namin wat gern wavort. So viele Monate an Foltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Das Bild war übrigens gerade wunderschön. Und Ciri sah darauf richtig glücklich aus. Also, wow. So richtig glücklich und kaum aufgebauscht. Zum Glück, nur ganz wenig. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun, nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Geld ist allerdings nicht alles. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Ach stimmt, er wird dann ja bestraft. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich hoffe nicht, dass er bestraft wird und stirbt. Darf ich mal stören? Warum beteiligst du dich nicht lieber? Wir sprechen über Neutralität, wie schwierig sie zu bewahren ist. Das ist wohl wahr. Besonders wenn es Themen angeht oder betrifft, die einem selbst wichtig sind, dann ist Neutralität besonders schwer, glaube ich. Man sollte es trotzdem versuchen. Warum? Weil es nur wenige Dinge gibt, die den Einsatz wert sind. Und noch weniger Menschen. Genug davon. Können wir das Thema wechseln? Also, ich habe mit dem Kaiser gesprochen. Warum hat er dich hergerufen? Also weißt noch nicht mal du es? Nein. Aber ich wette, es ist ein gewöhnlicher Hexervertrag. Ein paar Murmelmenschen. Ja, ein ganz gewöhnlicher Hexervertrag.
Bis dann. Ja, bis bald. Ich meine, im Endeffekt, wir müssen ja nur die Tochter retten des Kaisers. Es könnte schon ein ganz normaler Hexauftrag sein, hätten wir nicht diese Bindung zu Ciri. Aber schön hier, so ein kleiner Innenhof mit bunten Blümchen. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Und die Burg, das Schloss, ist ja zum Glück kaum riesig und übertrieben groß. So, hier sind wir. Aber es sieht schon gemütlich aus, ne? Was können wir hier aufnehmen? Bücher. Toll. Ich klau erstmal, ne? Es versteht sich von selbst. Jede Menge Bücher, die können wir verkaufen. Brot können wir essen. So. Ach komm, lassen wir die Bücher. Ein Vedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Ich wollte gerade looten. Diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emyas Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Eine verdammt hübsche junge Dame. Sieh Anna an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Das ist alles leichter gesagt als getan. Aber was will die wilde Jagd von Ciri, ist auch eine wichtige Frage. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Ja, das möchte ich auch nicht, denn es ist definitiv nichts Gutes. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten.
Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Treude. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Nun gut, wir haben auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Nun gut, dann respektieren wir ihren Wunsch und brechen auf. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Vesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Dann sollten wir uns beeilen, damit sie nicht so lange warten muss. Kann ich gleich mitkommen? Hallo. Ich komme mit. Ich hasse Portal. Das hat ja wirklich funktioniert. Also nicht, dass wir da gelandet wären, wo Yen hin ist, aber... Hä, wie cool war das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Also, dass irgendwas bei den Portalen passiert. Hä, wie cool. Ist ja lustig. So, habe ich noch irgendwas außer Bücher zum Ausräubern? Was ist das? Ein Brief an Yennefer. Warte, den will ich lesen. Wer schreibt denn unserer guten Freundin? Ein Roman wird ihr geschrieben, auf jeden Fall. Yennefer, meine liebe Freundin. Hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Ich versuche, meine magische Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emhys Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, moderner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Loge möglich. Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri nirgendwo südlich der Yharuga aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegte, nach Kovir zu fliehen, doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machten. Ich hoffe, dass ich bald in Vysimar zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringliche Angelegenheiten in Buclair kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie auf den Füßen, nicht wahr? Schön. Fringilla Vigo also. So. Ist hier noch was zu looten? Da ist was zu looten. Sehr schön, sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, wir holen uns unsere Ausrüstung zurück. Ein Vedimin. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Und gucken einmal, was der Botschafter zu sagen hat. Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben.
Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Unbedingt. Okay. Wie läuft der Krieg? Okay, wir fragen mal alles durch. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Ädirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radowitz? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radowitz schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Das ist natürlich ungünstig. Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovid ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrais ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen, von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Das hört man natürlich nicht gerne. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Wenn das doch so einfach wäre. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter.
Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Das klingt nach ganz viel Spaß. Also wir werden es ja sowieso erleben, wenn wir Novigrad besuchen. Aber das klingt ja wirklich nicht so schön. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Wir werden auch das erfahren. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Ich nehme die normale Sonne, wenn das in Ordnung ist, ja? Große Sonnen sind mir ein bisschen zu warm. So, wo muss ich jetzt hin? Warte mal. War das nicht... Das ist die richtige Tür, ne? Ja, doch, da ist die Questmarkierung, richtige Tür. Gib mir meine Ausrüstung zurück. Gib mir meine Sache. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Das hat er tatsächlich. Wir machen jetzt aber erstmal ganz schnell. Ich will raus aus diesem Outfit. Und vor allem will ich wieder meine Sachen anlegen. So, erstmal irgendwas und dann gucken wir mal durch, was wir hier Besseres haben. So, das wieder anlegen. Okay, so, und dann natürlich hier unsere Rüstung. Was haben wir hier? Einrüstung, Vierrüstung. Dann nehmen wir hier die blauen Handschuhe. Die sorgen nochmal so ein bisschen für einen kleinen Farbspritzer in unserem sonst sehr dunklen Outfit. Und dann geht es für uns auf in Richtung Velen. Und was haben wir denn da? Was ist das da für eine Quest? Da würde ich doch glatt sagen, die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.